Gleichheimer bin. Die Frau hat noch gesagt, zum Hochzeitstag müssen wir mal ein paar wilde Spiele treiben. Und was kann es Wilders geben, als so eine Partie Halma? Ja, das ist schon krass. Hey. So, nachher. Und was ist das jetzt für ein Spiel? Entschuldigung, was ist denn das für ein Spiel? Das ist kein Spiel. Das ist ein Segelarten. Die haben wir für unsere Olympiasieger gemacht. Ah ja, der Hagara und der Steinacher. Das hab's erst gemacht für die zwei. Ja, sag einmal. Und wo lernt man das? In der geschützten Werkstätte von. Ah ja, genau. Da habt ihr so einen tollen Schulungsraum, hab ich gehört, gell? Mei, den darf ich mir gerne anschauen. Darfst du mir das zeigen? Ja, kein Problem. Ja, gehen wir gleich. Dankeschön. Dankeschön. Die haben damals ganz anders ausgeschaut. Ja. Ja, ganz schön, ich bleibe bei der Frau Lehrerin Gensler. Was unterrichtest du denn? Ich unterrichte Deutsch. Ach, Deutsch, ja. So ein Schein noch irgendwelche Fächer? Ein bisschen Mathe noch. Ein bisschen Mathe, weil ich brauche eine Nachhilfe. Ja. Auf Nacht hat die halt Zeit. Kann sie das aus? Nein, das ist eine Aushalteunterrichtszeit. Das geht nicht mehr. Das haben Sie damals auch schon gesagt. Ja, ja, danke. Nein, dann störe ich euch nicht lang. Was ist da hinten los? Da habe ich geklappert. Bitte weitermachen, gell? Ja. Muss ich schauen, was da los ist? Moment, Moment, was höre ich da? Was wird da gespielt? Das muss ich sehen. Ja, da ist unsere Schauabteilung, da werden die Schauber montiert. Schauber? Ja, das ist eine super Sache für jeden Haushalt, was man. Zeranplatten putzen kann und so weiter. Ja. Oder die Spiegeleier von der Wand aber kratzen, auch, wenn sie wieder verbrennt gewesen auch, sind. Ja, ja. So einen würde ich gerne mitnehmen. Aber jetzt muss ich etwas fragen. Ich meine, das macht es gleich Holzsachen. Nein, wir machen schon, wir haben eigene Schlosserei da, wir haben eigene Montage, wo das ganze Zeug zusammengebaut wird. Also, kann ich mir das auch noch anschauen? Ja, gern, freilich. Volle Fälle. Ich sage danke. Ja, ist schon ein Dank. Ja. Den Kaffee. Wiederschauen. Wiederschauen. Ja, für den Schüler. Weiterschauen. Bin ich da jetzt richtig bei der sozialen Beratung, Frau Wöll? Ja, da sind Sie richtig. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, ganz nett. Sie müssen mich bitte schon beraten. Meine Frau hat nämlich Hochzeitstag und ich weiß nicht so recht. Jetzt habe ich ja schon ein paar nette Sachen besorgt. Eine halbe Gitarre, eine ganze Paletten, eine kühle Mühle, sogar so einen Spiegeleikratzer für die Wand. Aber ich weiß nicht recht, ich weiß nicht. Ja, und da sind Sie jetzt nicht zufrieden? Well, well, das sind schöne Sachen. Es fällt mir irgendwie so was Persönliches, wissen Sie? Brauchen Sie was fürs Herz? Genau, das ist es, das ist es. Ja, da kann ich Ihnen noch raten. Sie könnten nach Imst fahren in unser zweites Werk. Vielleicht finden Sie da was für die Frau, fürs Herz. Das ist eine Idee. Aber jetzt halt ja bitte, kann die das derweil da lassen?
Ja, ausnahmsweise. Gell, bitteschön. Und tun Sie mir es recht schön einpacken. Ich sehe aus der Weile auf Ihrem Stau und schaue, was ich finde. Dankeschön, Frau Well. Wiedersehen. Das war jetzt bald ein Hatscher geworden, Dorf. Aber schön ist geworden, das neue Werk, gell? Soll auch schon ganz gut angelaufen sein. 20 Leute haben sich schon beschäftigt. 30 sollen heuer noch dazukommen. Also, wenn die sich auch so entwickeln wie die anderen unten in Fompen, dann gehen uns bald die Behinderten aus in Tirol. Jetzt bin ich schon neugierig, wie es drein ausschaut. Bis gleich. Hallo, servus. Hallo. Entschuldige, wenn ich störe. Ich brauche ein nettes Geschenk für meine Frau, irgend so ein romantisches Blech. Ich weiß nicht, hast du eine Idee? Ja, da findet man schon was. Wie war's mit dem da? Ah, Herz. Ja, natürlich. Dass ich auf das nicht selber gekommen bin. Und wo kriege ich jetzt das? Draußen in der Werkstatt. Kommt's gleich raus. Wunderbar. Dankeschön. Tschüssi. Tschüssi. Bin jetzt aber neugierig. Ja, mei. Na wunderbar. Ja, herzlichen Dank. Also da wird sich die Frau aber freuen. Und sogar eine persönliche Widmung. GW, geliebte Waldraut. Woher die den Namen schon wieder gewusst haben. Aber ich sag's ja, diese GW, eine geniale Werkstatt.